Oh, da ist er ja. Moin, Harald. Heute zeigen Harald und ich euch mal meine Bude hier ein bisschen. Also, komm mal rein, Alter. Du kennst den Scheiß hier eh schon. Komm, ein bisschen schneller. Harald, willst du einen Kaffee? Jo. Oh. Ich muss erst mal aufkochen hier. So, gieß dir mal eben einen auf hier. Jo. Was war fertig? Das ist erst der dritte, der da durchgeht heute. Das 5-6 kannst du machen. Na gut. Der wird immer intensiver. Noch ein bisschen Gebäck oder irgendwas? Nee, danke. Das war eine rhetorische Frage, sowas habe ich hier nicht. Habe ich mir kürzlich gekauft. Dann komme ich schneller von A nach B. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Habe ich aber nicht. Aber ich habe Bier. Gehst du dann später. Erstmal den Kaffee ins Gesicht trümmern. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, bitte. Harald, das ist ein ganz normaler Kaffee. Was willst du denn? Willst du ja so einen Vollautomaten-Scheiß oder was? Ganze Bohne. 60 Euro das Kilo oder was? Dann trinke ich den eben einen Scheiß hier. Ein Tee. Ja, ein Koffeintee. Na sicher ist das ein Tee. Pissen ist ja immer so ein Moment des Friedens. Wir hören die Gedanken auf. Das Gedankenkarussell schaltet sich aus und bist völlig bei dir. Das ist also absurd. Wenn du so doll pissen musst, dann kommt das immer so langsam, weil die Blase ist, glaube ich, sehr ausgeleiert. Hörst du das, Harald? Das meine ich. Bin in 5 Minuten bei dir, Harald. Lass mich mal kurz hier. Achtung, Achtung, meine Ehre, Betrachtung, könnte ich noch einen vertragen? Noch ein Bier, noch ein Schnaps und noch einen von denen. Ich schaffe es ja nicht, nein zu sagen. 2, 3. Das ist eigentlich... So, jetzt kommen wir auch zum zweiten Gang. Ich glaube, die Ibo kann ich mir heute sparen, aber erstmal richtig schönes Rosinenbrötchen vom Bäcker. Und erstmal schön dick Leberwurst drauf hier. Da siehst du sie, die kleinen süßen so Rosinen da. Die kleinen süßen Rosinen. Oh, dann sitze ich hier in der Ecke und hab mein Brot. Das ist ja das, was ich daran mag. Immer diese kleinen süßen Momente, die du hast bei diesem, bei dieser Leberwurst zwischendurch. Danke für keine Arbeitsstelle, danke für jeden freien Tag. Ach ja, willst du denn jetzt eigentlich mal ein Bier trinken? Mein Kaffee mochtest du ja nicht. Ja. Hier, bitte. Danke. Du hast doch eben schon die zweite Hülse gehabt. Ja. Ich hab nur noch mal Notbier. Dann müssen wir hier an den Schrank. Aber dann bist du der Nächste, der holen geht. Okay. Okay. Ah, schön. Extra für dich, bitte. Prost. Mach ich auch gerne mal in der Freizeit hier ein bisschen. Zunehmen darf ich hier auch nicht. Dann kommt ihr nicht mehr klar. Oh, danke, dass ich Hände waschen darf. Schön, danke schön. Ich frage mich, warum das hier bei mir drinnen immer kälter ist als draußen. Hier haben wir heute 16 Grad draußen. Bei mir sind es aktuell hier in der Bude 12. Ich glaube, das speichert hier die Kälte vom Winter an. Das kriegst du nicht so schnell raus. Kriegt das draußen gar nicht scharf gezogen. Ja, kommt von Dreck an die Fenster. Guck dir das mal an. Ja, schön. Rauchen ist ein Hobby von mir. Also eine Leidenschaft. Meine absolute Passion. So Leute, hier seht ihr mein Schlüsselbrett. Ich bin auch Schlüsselkind, deshalb habe ich hier Schlüsselkind, Schlüsselbrett. Paar Schlüssel habe ich. Was du so brauchst. Fahrrad habe ich auch. Weiß nicht mal, wo das steht. Das habe ich irgendwo nach dem Saufen vergessen. Warum auch? Ich hätte gern so einen Herrn gedirbt. Und komme nicht mit Schnaps, hier nach Erb beschmerzt. Diggas, hört mal zu, Mann, ich gebe euch die Tipps. Da trinke ich nicht um Bier, sondern bis es fertig ist, solange Günni und Hans noch Hopfen mit Haaren haben, bin ich entspannt und kenne meinen Fahrplan. Mach aus wie Scheiße, Harald.